Wir erhalten auch gleich das Wort, bitte. Danke, Frau Präsidentin, werte Abgeordnete. Ich möchte jetzt erst einmal eingehen auf Herrn Lange. Er meinte, ja, wir müssen ja gucken, wer das bezahlt, und es ist unverantwortlich, wenn das böse kapitalistische Unternehmen jetzt keine Kosten trägt. Stellen wir uns mal grundlegend, ja, was genau da Herr Lange dabei vergisst, ist, dass genau aus diesem Grund sich alles verzögern wird. Mir persönlich ist es tausendmal wichtiger, dass die Grube ausgekoffert wird und die Gefährdung der Bürger aufhört, anstatt zu entscheiden, wer die Anteile an der Auskofferung bezahlt. Weil die Energy ist sowieso befreit von den Großteil der Kosten durch den Einigungsvertrag. Das heißt, den Großteil der Kosten trägt eh der Landtag. Wenn wir uns mal vorstellen, die Grube wäre 2012 schon ausgekoffert worden, sprich 2012 hat man begonnen, die Grube auszukoffern. Sie kennen alle die Preisentwicklung der letzten Jahre. Ich glaube, wir brauchen uns nicht diskutieren, dass wir jetzt vielleicht heutzutage über 150 Millionen reden. Damals hätten wir vielleicht über 100 Millionen gesprochen oder auch plus 80 oder 90 Millionen. Das ist genau dieser Denkpunkt. Ich warte auf den Moment, wo sagen wir, die Variante dargestellt ist, der Betriebsplan da ist und gesagt wird, okay, wir können jetzt auskoffern. Und die nächste Streitigkeit beginnt, indem man sagt, der Betreiber sagt, oh, da sind aber jetzt Stoffe drin, die sind nicht von uns. Die sind halt, und man streitet sich, die Stoffe sind halt in DDR-Zeiten reingekommen oder später. Das wird der nächste Rechtsstreit sein, der wieder 4, 5 Jahre ins Land gehen wird. Diese große Befürchtung ist, das ist meine persönliche Meinung, wenn wir die 10% oder 5%, wie auch immer das jetzt sind, als Land übernehmen und dafür jetzt anfangen können, ist es tausendmal mehr wert, als einen Streit weiter vom Zaun zu brechen, der dafür sorgen wird, dass wir vielleicht in 5 Jahren erst dabei sind. Aber, und dass unser Antrag so falsch nicht sein kann, Herr Lange, zeigt ganz klar Ihr Alternativantrag, weil der eigentlich grundlegend wortgleich ist. Und nur, weil Sie sich wie der Teufel vom Weihwasser sträuben, unseren Antrag zuzustimmen, stellen Sie einen eigenen Antrag. Nichts anderes ist das. Und unser Antrag ist besonders wichtig, weil ich der Meinung bin, zu dem Zeitpunkt, wo wir 2020 den gemeinsamen Fraktionsbeschluss übergreifend über Fraktionen beschlossen haben, zu sagen, wir möchten die Auskofferung. In dem Moment war nicht bekannt, dass das LAF so eine Position betreibt, Abdichtung ist die bessere Lösung. Und für mich ist es auch eine außerordentliche, üble Geschichte, wenn in einem Verwaltungshandeln ist eben nicht ein Unternehmen aufzufordern, in Rechtsstreit zu gehen. Das ist kein ordentliches Verwaltungshandeln. Das macht man eigentlich überhaupt nicht. Da müssten in meinen Augen Konsequenzen handeln oder da müsste man noch mal sehen, wie so ein Verwaltungsfachwirt ordentlich arbeitet. Und von daher sehe ich auch, dass unser Antrag auch jetzt in der Zeit, wir haben eine Landtagssitzung, danach sind Wahlen, dann ist wahrscheinlich erstmal ein bisschen Sommerpause, dann müssen sich erstmal alle finden, da ist unwahrscheinlich Oktober oder so in dem Dreh, so dann würde gar nichts passieren. Dieser Antrag ist eine super Hausaufgabe, um sagen zu können, die Verwaltung handelt, sie schaut, wie sie diese Kuh vom Eis kriegt, geht weiter in Rechtsstreit, ins Widerspruchsverfahren, um dort zu tun. Und ich halte auch nichts davon, wenn dieser Antrag, unser Antrag oder auch der Antrag der Linken überwiesen wird, die Entscheidung hat hier zu fallen. Ich glaube, die Bürger von Brüchau haben es einfach verdient, hier nicht länger zu warten. Und auch jetzt könnten... Herr Nischke, Ihre Redezeit ist zu Ende. Den Satz bitte ganz schnell Und der Landtag könnte jetzt wieder einstimmig entscheiden und dem Beschluss vom letzten Jahr durchaus noch mal Ausdruck verleihen. Vielen Dank. Danke, Herr Nischke. Es gibt eine Wortmeldung. Herr Harms, Sie haben eine Frage. Bitte, Sie haben auch das Wort. Herr Lieske, auch wenn Sie ganz klar einen heutigen Beschluss favorisieren, sehen Sie die sachliche Chance, dass wir in einer Befassung im Ausschuss die Frage noch mal gründlich auch für das Mule klären können, warum aus geologischer Sicht eine zweite sogenannte Variante mit diesen Waben nicht umsetzbar ist? Und damit würde ja der ganze Streit sich auflösen. Wenn es nur eine Variante ist, ist die natürlich auch zu bezahlen. Dass die Chance, dass dieser Antrag nach dieser Behandlung im Ausschuss hier wieder im Landtag behandelt werden kann, eine Chance für das Fortgehen im Verfahren ist. Also Herr Nischke, bitte. Grundlegend wäre es sicherlich eine Möglichkeit, ich halte es aber trotzdem für nicht richtig, weil aus dem Schluss von 7/2020 steht ja drin, dass das Ministerium für Wirtschaft regelmäßig im Ausschuss für Wirtschaft berichtet. Das wurde auch vollumfänglich gemacht. Bei der letzten Ausschusssitzung im Landtag, im Wirtschaftsausschuss konnte man feststellen, dass das Mule gar nicht anwesend war. Es war zwar Vertreterin da, wo man dann gefragt hatte, wie sieht es denn aus, die Position des LAF oder des Mule. Dafür bin ich nicht eingeladen, keine Position. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir jetzt den Beschluss jetzt in den Ausschuss verweisen, dass sich das ändern wird.
Ich hoffe durchaus, dass Frau Dalbert am 8. März darüber diskutiert und uns vielleicht Fortschritte bringt. 8. April, Entschuldigung, Herr Burkhardt. Dass wir darüber halt einfach mal zwar berichtet wird, aber die Hausaufgabe muss einfach sein, diese Streitigkeiten mit der LRF, die einfach eine Landesregierung nicht würdig sind, zu beenden. Und das ist die Aufgabe dieses Antrags, der heute hier und von uns gestellt ist, um klar zu zeigen, findet eine Sprache im Regierungshandeln und hört auf mit diesen Art und Weise, dass die hört sich einfach nicht nur Landesregierung. Vielen Dank, Herr Lischke. Ich sehe keine, doch jetzt sehe ich doch noch eine Wortmeldung. Frau Lüdemann, bitte. Als Fraktionsvorsitzende. Dann können Sie natürlich auf Ihren Platz gehen, aber einen kleinen Moment, denn Frau Lüdemann.